Die Umsiedelung von Christoph und Bad Ragaz war schon längere Zeit geplant, nämlich vom Gauschenkopf auf zum Hotel Schloss Wartenstein. Ist ja bekannt, die Ortsgemeinde Bad Ragaz hat mit dem Standort sich nicht anfreunden dort vom Gauschenkopf, und dann hat man Einsprachen eben im Hotel Schloss Wartenstein können bereinigen, und darum war es dann so weit gewesen. Aber beim ersten Versuch, da war der Christo leider schwer gewesen. Er hat Wasser gesogen, war rund 400 Kilo schwerer gewesen, und darum hat es einen zweiten Versuch mit einem Superpuma. Jetzt war es so weit gewesen, und da sind sie bei den Vorbereitungen. Man hat auf den Superpuma gewartet. Wir werden auch gerüstet gewesen. Aber es ist ja schon bekannt, wenn es Superpuma heisst, dann ist es meistens auch so ein bisschen erwartet, weil die Superpuma, die sind sehr selten, sehr rar, und darum ist es eben auch schwierig zu genau wissen, wann können sie denn genau und wenn sie denn einmal können. Dann ist dann ratzfatz passiert, und darum sind die Kameraleute oben beim Hotel Schloss Wartenstein gespannt gewesen, wenn es endlich abgeht. Und wir sind unten gestanden und haben gewartet mit den Leuten überhaupt dort oben auf dem Gauschenkopf. Und dann, auf einmal, hat man irgendetwas gehört in der Luft. Der Superpuma ist von hinten hergekommen, und wir schauen jetzt zu, wie es hier geht. So, ab und Wehrritzen, und auf Hotel Schloss Wartenstein hat man gespannt geschaut, ob er dermal dann auch geklopft werden kann von dem Superpuma. Auch wir drinnen waren gespannt. Wir haben beobachtet, was da oben sich tut, von weit, weit weg. Er hat gewackelt, und jetzt, jawohl, dermal ist es also gegangen mit dem Superpuma. Kein Problem, scheint's. Thank you.
Und wie gesagt, weg war er. 3-4 Minuten wahrscheinlich ist es gegangen, viel mehr wahrscheinlich nicht. Also, es geht immer zackig mit dem Superboom. Die Freude ist gross bei den Verantwortlichen vom Ressort Bad Ragaz, bei den Hohmeisters und natürlich auch bei den Verantwortlichen von der Gemeinde Pfäfers, dass man es eingekriegt hat, den Standort hier zu festigen, mindestens auf die Zeit raus. Und natürlich ist jetzt auch möglich, der Christo anzuschauen, wenn jemand mit dem Auto möchte vorbeifahren. Allerdings, und das muss klar sein, bis zum 6. November ist das Hotel schon das Wartestand geöffnet und nachher muss man sich dann wahrscheinlich speziell dafür anmelden. Auf jeden Fall, der Christoph von Bad Ragaz ist jetzt einer von Pfäfers geworden.